Materials Management hat die Verantwortung über die gesamte Lieferkette. Wir fangen ganz vorne an mit der Rohstoff- und Bestandsplanung auf globaler Ebene. Wir planen die Produktion hier in Goslar bei HC Stark. Wir kümmern uns um die Distribution, das heißt von Goslar in die weltweiten Läger und zu unseren anderen Produktionsstandorten. Und um die Logistikoptimierungen und letztendlich auch um alles rund um Import-Export, also International Trade Law and Customs. Also auf der einen Seite ist das Schöne daran, dass man diesen ganzheitlichen Blick hat auf diese Komplexität im Unternehmen. Aber es ist wohl wahr, dass man mit divergierenden Zielen zu tun hat. Das heißt, ich möchte auf der einen Seite Kapazitätsauslastung optimieren, ich möchte Bestände gering halten, gleichzeitig möchte ich Sales-Potenziale ermöglichen, der Produktion kosteneffizientes Produzieren ermöglichen, Energie optimieren. Das heißt, ich habe verschiedene Faktoren, die hier auch in verschiedene Richtungen streben, weil die Dinge schließen sich manchmal gegenseitig aus. Wir haben interne und externe Schnittstellen. Intern arbeiten wir eigentlich mit so gut wie allen Abteilungen zusammen, vornehmlich aber mit dem Einkauf, dem Vertrieb und der Produktion. Und extern haben wir Schnittstellen wie externe Logistik, Service Provider, Speditionen, Läger, Lagerhaltung, Warehousing. Das sind unsere externen Schnittstellen hauptsächlich. Zwei Dinge sind mir persönlich wichtig in meinem Job. Das eine ist, abteilungsübergreifend gemeinsam an einem übergeordneten Ziel zu arbeiten. Das zweite, was mir sehr wichtig ist, der Fokus auf den Menschen. Generell, wenn ich in Projekten arbeite, dann geht es immer um Menschen, Prozesse und Technologien. Und ich denke, diese Reihenfolge ist genau wichtig. Denn die Technologie ist nur so gut wie der Prozess, in den sie eingebettet ist. Und der Prozess ist nur so gut wie die Menschen, die den Prozess bearbeiten und ausführen. Und der Fokus auf den Menschen mit seiner Motivation, das ist das, was das Unternehmen vorantreibt. Und das ist das, was ich auch in meiner Führungsaufgabe versuche zu fördern. Als Frau in Führung arbeitet man tendenziell eher sachorientiert. Also meine Erfahrung ist als Frau, Frauen sind daran interessiert, gute Ergebnisse zu liefern und haben häufig einen sehr empathischen Blick auch auf die Menschen im Unternehmen. Sie sind weniger getrieben von diesem Gedanken, was kann ich erreichen, what's in it for me, ist es die richtige Position, ist es die Macht, die ich mir vorstelle. Das ist nicht das, was die Frau treibt und ich glaube, das ist auch nicht nachhaltig für ein Unternehmen, wenn auf dieser Basis Entscheidungen getroffen werden. Was aber nicht bedeutet und gleichzusetzen ist mit, dass man konfliktscheu ist. Also ganz im Gegenteil, ich würde mich sogar fast als konfliktfreudig bezeichnen, in dem Sinne, dass ich Konflikte gerne austrage, bis zu Ende diskutiere und sie auch lösen möchte.